Herzlich willkommen zur weiteren Folge von Karte auf den Marsch. Wir machen immer noch Grasernte auf Feld 3 im Verband von 4 Fahrzeugen. Wobei einer ein bisschen spinnt, der Rest kommt nicht klar. Wo einer schon nicht zu sehen ist. Drückeberger da oben. Ja. Wir müssen gleich hier wieder eingreifen, da wird nämlich gleich wieder sich verdünnisieren und geradeaus fahren. Statt die Kurve zu nehmen. Das heißt, jetzt werden wir gleich, wenn er keine Anstalten macht, dann werden wir entlassen. Geht nicht anders. Und dann hier zurückfahren lassen. Natürlich. Jetzt geht's mal vorne, ist zu spät gemäht. Muss ich mal gleich gucken. Ich glaube, der ist ja noch nicht fertig, Junge. Ah, der wendet. Wir haben schon wieder Regen. Das kann natürlich auch die Erweiterung sein von Season, dass wir mal Wheel spielen. Mal schauen wir mal, dass wir eine Abteilung kriegen hier. Norddeutschland oder Dänemark. Das ist doch ein bisschen geografisch näher. Aber mal schauen. Fangen wir gar nicht an zu diskutieren und gleich rum der nächste. Ne? So, na, wo ist er? Der macht richtig. Der auch. Mal was Positives. Wir gleich wieder reden um anderen. Ja. Ballen einsammeln. Was ist mit Rescher? Ja, das ist verkehrt. Also der Schaden ist gering. Also das ist besser geworden. Da denkt man, früher wird man einen kräftigen Schlag geben, ne? So. Jetzt fährt er zurück, das passt. Muss ich nur kurz gleich fahren lassen. Und dann einer. Ich weiß nicht wieso, es kann sein, dass es an der anderen Lenkung liegt. Gut, jetzt habe ich nur ein gemietetes Fahrzeug. Von daher ist das nicht ganz so dramatisch. Oder ich muss halt das nächste Mal weich nehmen, statt scharf. Weich ist so ein bisschen besser, denke ich mal, nachhinein. Weil die Kurven das sieht an den Gräben, sagen wir so. So, ist jetzt fertig. Schauen wir das noch.
Wir werden gleich den Fendt nehmen und auf Feld 1 fahren. Und gleich sofort da auch mähen lassen. Und dann arbeiten wir uns dann auf 13, dann auf 25, dann auf 21 und die 27. Da wollen wir uns dann vorarbeiten. Natürlich werde ich angemacht. So, haben wir hier starten. Löschen. Kursgenerierung, Feld 1. Vorgewende machen wir euch 3. Ein Fahrzeug. Das sind 10 Meter. So, Spinte. Weich, ist richtig. Natürlich wieder ein altes Problem. Unser Kumpel. Der mag gerne baden. Ist dort nass genug, wir haben da Regen. So, da haben wir vorne noch ein Stückchen. So. Das klappt zum Glück, dass ich eine richtige Bahn finde. Jetzt müssen wir sehen. Ja, auch mal anders einen Traktor fahren. Dann werde ich mit denen gleich Richtung Dings fahren, Feld 13. Das ist doch klüger, man macht das doch 1-1 und dann alles nach und nach. Das ist jetzt hier. Ja, umstande nicht, aber ist halt blöd, wenn es nicht funktioniert, ne? Wenn einer so einen spinnt, wenn er, dann hätte ich normalerweise nebenbei Ballen sammeln können. Und nicht hier jedes Mal den Traktor eingreifen. Dann können wir auch einen Helfer fahren lassen, wenn das funktionieren würde. Aber nehmen wir ganz stark an, dass mit dem Allradlenkung nicht funktioniert. So, wenn der hier fertig ist, dann geht er gleich los auf 13. Düngen müssen wir heute auch noch. So, Hammer. Zwei Felder düngen, naja, gut. So, ist auch fertig. Ist freigestellt. Löschen. Schnell auf Feld Nummer 13 fahren. Und jetzt müssen wir den anderen beiden ein bisschen Ballen pressen. Das scheint ja zu funktionieren. Los. Sauwetter. Ja. Mit diesem kommt ein bisschen mehr Stress rein, Anführungszeichen. Obwohl. Gar nicht mal. Ah, wir waren nur ein Fahrzeug, das ist anders mit zu riskant. Beziehungsweise kommt Hektik rein. Weil wir machen lieber hier ein Fahrzeug und dann ist gut.
So. Drei, scharf, nix. Da haben wir mal rund, ne? Oder? Ja, wer weiß. Das kann ein Grund gewesen sein. Dass der eine scharf war und der ist der eine weich und der andere rund. Muss aber nicht. So, gleich Ballen einsammeln. Der ist auch fleißig bei. Na, der wurschtelt sich ein bisschen zurecht. Ein paar liegen da schon, ne? Natürlich blöd. Mein gut, bei der Wiese ist es so egal. Wollte ich ja eh umflügen, um nachher gleich die nächste Aussaat machen zu können. Aber mal sehen. Mal gucken mit den Tieren. Und gestern war voll, also heute mal zum Feierabend, vom Schlafen gehen, ne? Ja. Im Hof mehr Licht machen, dann kann man da noch ein bisschen was tun. Das werden wir tun. Die Variante werden wir machen. Dann können wir da sagen, okay. Kann man auch im Dunkeln arbeiten. Wenn wir im Hof ein bisschen künstlich Licht machen, dann können wir auch so durchziehen. Gut. Voll. Weite Reihe kriegen wir nicht rauf. Aber so einen großen Ganzen haben wir ganz gut abgeholt, runtergeholt in Gras. Und ganz am Anfang nicht. Und dann nachjustieren ging das. Das haben wir auch auf 10 Meter genommen jetzt. Weil das bringt ja nun herzlich wenig. So, hier abstellen. Den nächsten werden wir dann auf so einen anderen BGH fahren. So. Aber das ist egal, wenn sie so einen nachschieben. Ja, da so ein Sauber, der kommt dann so auch scheiße, in Anführungszeichen. Bin nur Regen gar nicht gewohnt. Mal wegräumen. Weil die Vollpfosten nämlich immer irgendwo gegenfahren, ne? Ja, pflügen. Hat ja auch noch relativ lange gedauert. Hauptsache noch kein Kalk aufbringen. Ja, bloß Kalk geht wirklich schnell. Der ist fertig. Eine Wallenpresse. Ja, das passt schon noch. Okay. Lass mal ein bisschen stehen. Der andere muss immer vorauskommen.
Mit dem Mähen, das muss fertig werden erst. Dann gehen wir gleich auf. Der Anemir geht gleich auf Feld Nummer 25. Wenn da unter auch wieder krass aussehen müssen, dann wird er blöd. Das wäre äußerst blöd. Das heißt ja ein bisschen mehr Aufwand, ne? Von der Arbeit her. Nicht wegen und der Zeit. Das ist jetzt auf Feld Nummer 2. Ja, zwei Fahrzeuge. Rechts, rechts. Deaktiviert, Junge, Scheiß. Das ist jetzt doof. Aber richtig doof. Nochmal von vorne. Das Blöde ist, der Schwatter hätte nicht nochmal das gleiche. Ach nee. Müssen rüberfahren, das ist auch nichts. Vorne mehr anfangen können. Ohne Verband. Mein Fehler. Ja. So, nochmal, er hat schon mal verkehrt angefangen, von der Rechnung her. So. Kurz löschen. Ah, deswegen. Ja. Das sind auch 10 Meter. Also es passt nicht zusammen. Gehen wir jetzt, muss gut überlegen. Lieber 4 Gewindebahn. Ach, das müsste eigentlich mal was erreichen. Aber jetzt macht er das, wenn wir Glück haben. Die gleiche Bahn. Normalerweise ja, weil hier im Prinzip Runde Wurscht ist. Na gut, das sollte funktionieren. Dabei und der macht's richtig. Aber wie gesagt, das sind nicht ganz 10 Meter. Da muss ich wahrscheinlich ja, 50 oder so nehmen. Entlassen. Das heißt, den Kurs von Feld 1 muss man gleich kopieren. Den richtigen Fahrzeug wählen, was dicht bei ist. So, schau mal.
7052 Pro. Das könnte er sein. Ist er. Das ist schon mal verkehrt. Ach nee, links, rechts ist ja alles nicht so richtig. 3 Meter. Wieso macht er jetzt so einen Zicken? Rechts und links ist alles deaktiviert. Tja. Normalerweise ist es mir genau. Schauen wir mal, was fährt. Fährt er wieder genau. Warum will er unbedingt rechts fahren und dann? Das ist mir jetzt schleierhaft. Auto deaktiviert. Nochmal löschen. Kopieren. Grunde ist aber ganz einfach. Krieg ich halt links, rechts wieder raus. Name und Kurs. Gibt's doch gar nicht. Und daran so schwer. Bei wem gibt's da auch?
So. Aktiviert. Links. Normalerweise. Ich nehme den Fetten her. Der Fett hat einen Kurs geladen, gespeichert und fertig ist es. Da wollen den Fett fertig werden und lassen den Fett herfahren. So soll's, dann kann der hier was anderes machen. So, liebe Freunde, das soll's für die heutige Folge gewesen sein. Danke fürs Reinschauen. Vielleicht sehen wir uns mal wieder. Ciao.